Heute ist wieder bundesweiter Warntag. Gegen 11 Uhr könnte es bei euch laut werden. Handys und auch Sirenen sollten dann nicht zu überhören sein. Im Katastrophenfall, etwa bei Fluten, Bränden oder Terrorattacken, sollen möglichst alle Menschen schnell vor Gefahren gewarnt werden. Geschehen soll dies mit einem sogenannten Warnmittelmix. Und ob das funktioniert, das wird heute Vormittag getestet. Fernseh- und Radiosender werden dann die Warntestmeldung verkünden, die Sirenen heulen und auch die Handys einen schrillen Warnton abgeben. Also nicht erschrecken, wenn es nachher um 11 Uhr losgeht. Ganz wichtig, es ist heute nur ein Test. Es gibt also keinen Grund zur Sorge. Rainer Pompe, Radio 7 Nachrichten. Das Programm wird kurzzeitig unterbrochen für eine Testdurchsage der Feuerwehr. Achtung, Achtung, hier spricht die Feuerwehr. Heute findet ein bundesweiter Probealarm aller Warnsysteme statt. Es besteht keine Gefahr für die Bevölkerung. Im Ernstfall erhalten Sie im Anschluss an das auf- und abschwellende Warnsignal der Sirenen über das Radio Informationen zur Gefahrenlage und gegebenenfalls Verhaltenshinweise. Ich wiederhole, heute findet ein bundesweiter Probealarm aller Warnsysteme statt. Es besteht keine Gefahr für die Bevölkerung. Im Ernstfall erhalten Sie im Anschluss an das auf- und abschwellende Warnsignal der Sirenen über das Radio Informationen zur Gefahrenlage und gegebenenfalls Verhaltenshinweise. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ende der Testdurchsage.
Der Probealarm am heutigen bundesweiten Warntag ist beendet. Als Test für den Not- oder Katastrophenfall hatten Bund, Länder und Kommunen zum dritten Mal seit dem Jahr 2020 alle Warnsysteme in Gang gesetzt. Gegen 11 Uhr gaben geeignete Handys einen schrillen Pfeifton ab und es poppte eine Textmeldung auf. Apps wie Nina und Catwarn sowie digitale Anzeigetafeln sprangen an. Mancherorts war Sirenengeheul zu hören. Außerdem wurden hier im Radio und auch im Fernsehen Probe-Warnmeldungen ausgestrahlt. Bei der Premiere vor 3 Jahren hatte das alles nicht wirklich geklappt. Vergangenes Jahr lief es schon besser. Jetzt darf man auf das aktuelle Fazit des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe gespannt sein. Ein ausführlicher Bericht wird aber wohl erst im kommenden Frühjahr vorliegen.